meine Freunde, willkommen im Max Beach Shop. Ich sitze in meinem Bluebird. Der blaue Vogel bringt mich jetzt zur Halle. Ich habe heute einen freien Tag. Ja, nichts zu tun für Max. Deswegen hat Max einen freien Tag. Ganz einfache Geschichte. LKW steht. So, pass mal auf, Hasis. Oh, das ist eine völlige Ausmachung. Ich mach das mal aus, was soll's. Ja, ich bin mit meiner Frau jetzt vormittags unterwegs. Ein bisschen den Shoppen gegangen. Weiß ja, ich habe ihr so ein Rollei-Gimbal geschenkt, weil das wollte sie unbedingt haben. 80 Euro ausgegeben. Tat mir im Herzen weh. Aber ich habe sie versprochen. Ich musste den Wunsch hier erfüllen. Ne? Und hier, neue Goldsche Frontplatte. Ne? Ostgold. Spiele ich gerade in mein Kassettenradio. Wie mache ich das? CDs im Kassettenradio hören? Ganz einfach. YouTube Music App. Habe ich nie dran gedacht, dass die natürlich auch dabei ist. Ne? Scheiße. Was habe ich die eigentlich umsonst gekauft? Ich könnte die auch mit Handy hören. Aber egal. Jetzt habe ich ja wenigstens einmal hier die Goldsche Front unterstützt. Ne? Muss man so sagen. Ne? Trabi-Fahrer muss man es ja tun. So, Hasis. Heute geht es auch um Trabi. Benzinpumpe für den E30 ist noch nicht da. Die ist noch weiter ferne. Ich schätze mal, übermorgen oder kommt die erst. Ich muss noch ein bisschen Hammerit noch kaufen. Ich muss mal gucken, vielleicht kriegt ihr was Zimmermann, weil ich den BMW auch lackieren möchte. Möchte ich alles zeitnah machen. Der BMW wird das erste Auto für dieses Jahr lackieren, weil das wird der erste Wagen, der fertig werden soll für Saison 2020 als Daily. Ne? Ich habe ein bisschen vorgenommen, weil der ist echt gut, der Wagen. Und mit relativ wenig Arbeit, vor allem relativ wenig Gurkenarbeit, ist die Kiste auf der Straße. Aber erstmal müssen wir uns um unseren Trabi-Schlachter kümmern. Wir werden ihn heute nicht schlachten, wir werden erstmal leer räumen. Da ist ja nochmal ein riesengroßer Haufen von Rufen drin. Also Rufen hat da ganz viel Kram mal damals vererbt gekriegt, sag ich mal. Riesenfanpaket von einer Werkstattauflösung. Und Alter, der ist bunt. Alter Schwede. Und da ist alles Mögliche bei uns. Alles. Ne? Und jetzt bin ich halt bei der letzten Charge und da ist auch ganz viel Müll bei. Ne? Also ich habe schon gestern angefangen zu sortieren, das werdet ihr gleich sehen. Und ich habe auch viel Müll schon aussortiert. Aber gut, das gehört dazu. Ne? Ich habe es umsonst bekommen von Rufen. Er selber hätte es sonst wegschmeißen müssen, weil er halt hier sonst Probleme gekriegt hätte, das mit der Gockel zu schleppen, wäre nicht gegangen. Ich freue mich über die guten Ersatzteile teilweise. Ich weiß noch nicht, was ich mir machen soll. Ich habe sehr viele Mercedes-Teile dabei. 190er-Teile habe ich dabei und sowas. Hauptsächlich Bremsen. Wahrscheinlich werde ich einen Konvolut-Verkauf machen. Einfach eine Kiste hinstellen, eBay und sagen, hier, Teile, alles dabei, gegen Gebot abzugeben oder irgendwas. Weil ich werde mir alles raussuchen, was ich hier brauchen kann, auch aus den alten Kisten später. Und dann den Rest muss ich loswerden. Ich kann es nicht Ewigkeiten einlagern. Bringt mir einfach nicht jetzt Ewigkeiten irgendwie 190er Bremsen einlagern. Ich werde in meinem Leben vielleicht noch mal einmal einen 190er Mercedes besitzen. Oder 124er oder was. Das war's. Ich bin kein Mercedes-Fan. Ne? Aber viele Nissan-Teile habe ich gefunden. Ich glaube sogar viele passen für einen Bluebird. Aber seht ihr gleich. Ich zeige euch in der Halle. Also heute ein bisschen Sortier-Movie mit euch. Ne? Ob das ein oder zwei Videos, ich weiß es nicht. Aber viel zu tun und ich muss die Bude heute wieder einsatzbereit haben, ne, heute Abend, damit ich morgen nach der Arbeit weitermachen kann. Der Freitag passt sehr gut, sag ich mal so, weil ich hätte sonst 3 Tage dafür gebraucht. Ne, das kann ich jetzt von einem Tag durchziehen. Wir haben jetzt 1 Uhr mittags, wie gesagt, Nissan Uhr, AMPM, ne, AMPM, ne, ist klar, zeigt keine 12 an, sondern halt, doch, zeigt keine, 1, keine 13 an, sondern halt eine 1. Ne. Ja. Fahrrad, egal, was soll's. Ich höre es mit dem Riechbuschen weiter hier. Und auf zur Halle. Bis gleich. So, Freunde, ich bin angekommen. Endlich. Oh, hier noch. Schrauberleiden, Jungs. Originales Schrauberleiden. Erstmal gegen Pfosten zu laufen. Da gehört dazu, ohne mal Werkzeug in der Tasche zu haben. Hat schon einmal gegeben. Und seitdem renne ich schon seit 2 oder 3 Tagen mit hier mit einem 12er und einem 13er in der Tasche durch die Gegend. So. Da ist unsere Gurke. Ne? Es geht heute in diesem Video nicht in dieses Auto. Das Auto hat einen Spezialplan. Ich habe aber schon gefragt, was ihr davon haltet. Hier, es geht wieder los. Es ist wieder das Konvolut von Rufen, was er mal bekommen hat. Allen möglichen Kisten. Ich habe schon angefangen gestern. Seht ihr diesen Chaos hier. Es hat irgendwie schon ein bisschen Ordnung, aber das ist die Müllecke. Das ist hier Müllbeine. Ich werde, wie gesagt, nicht alles wegschmeißen. Ich werde einige Sachen, die ich nicht selber gebrauchen kann, zum Verkauf oder zu anderen Geschichten erstmal aufheben und in eine Nebenkiste packen. Und hier, wenn einer von euch kommt und sagt, ich brauche unbedingt dieses Teil oder die ganze Kiste, könnt ihr euch das mitnehmen. Weil da ist nicht nur Müll drin, da ist halt nur Kram drin, den ich nicht gebrauchen kann. Zum Beispiel das hier. Das ist irgendwas Mercedes-Benz VDO
Ich weiß nicht was. Zündspule, Steuergerät. Ich kann mit euch wetten, so ein Ding kostet einen Haufen Geld. Ne? Haufen Geld. Und irgendwo gibt es einen auf dieser Welt, der dieses Ding gebrauchen kann. Hier gibt es umsonst. So, ich schau mal hin, was ich schon ausgewählt habe. Das hier ist eine Düdelkiste, kommt mit weg. Irgend so ein Heckklappenschloss. Tisch hat es auch Mercedes. Ne? Hier ist das. Das ist auch von dem Heckklappenschloss. Ne, das, die Kiste, die kommt weg. Später kommt alles in eine große Kiste rein. Dann mischen wir ein paar Luftfilter, die habe ich wieder umsortiert. Das hier, meine Freunde, ich habe mir dieses Video von Hagen angeguckt heute, ausnahmsweise, weil ich dachte, ich war gerade auf dem Port, ne, hat Bescheid gehabt, mit dem 190er. Und das ist ein Mercedes 190 Luftfilter. Oder halt, könnte ich mir ein bisschen vorstellen, von der Größe her und von der Form her, oder halt 124, die alten Modelle mit diesem Bratpfannenluftfilter oben drauf. Das hier ist ein alter Nissan Luftfilter, fing ein altes Nissan Modell, ich glaube nicht von meinem Bluebird. Guck mal, Nissan Dingsendichtung, packe ich separat, weil vielleicht eventuell passen die an meinem Bluebird dran. Und wer weiß, welchen wir was brauchen, ne? Deshalb schon separat gepackt. Auf dem Dach habe ich auch schon einige Sachen aussortiert vorher schon. Guck mal, Klebezierleisten in schwarz. Kriegst du von eBay gar nicht mehr. Leider so Überklebdinger nur, ne? Dann Mercedes-Benz-Teile, die ein bisschen was wert sein könnten, eventuell eine Hardy-Scheibe. Hier nochmal so ein Scheiß. Irgendwie so ein Dämpfer hinten. Ich glaube, das ist alles 190er. So ein paar Anzeigenhalter für Zusatzanzeigen fürs Auto. Nochmal so ein W202-Scheibenwerfer. Und das hier kann ich überhaupt nicht gebrauchen übrigens. Das sind alles Türscharniere. Dagegen scharniere, auch von Mercedes. In die PKW, keine Ahnung, 124er, ich habe nicht viele Mercedes gehabt. Ist ja einer von euch, der gleich sagt, das kenne ich. Ne? Ja, aus den Rennsitz zum Beispiel, ne? Wie gesagt. Den würde ich gerne mit diesem Trabi kombinieren. Was haben wir noch? Ein Luftfilter, Knee Parts, ist schon wieder irgendwas für hier für Nissan, deswegen haben wir da hingepackt. Ne? Nochmal ein Ölfilter. Wie gesagt, ich habe das grob vorsortiert, noch gar nicht so richtig, ne? Erstmal ist die Kiste leer und dann gucken wir mal. Ne? Hier ist nochmal ein Tuning-Grill für den Golf 2. Die hässlichen ohne Emblem, aber egal, kann man immer gebrauchen. Golfs kriegen wir ja immer genug rein und raus. Ne? Wie gesagt, Golf 2 wird eben nochmal kommen auf dem Kanal. Ach so, und übrigens hier 100.000 Sachen, die man nicht gebrauchen kann eigentlich. Eigentlich fast schon Sondermüll. Das ist das Werner Steffen, blablabla. Reinigungsmittelkonzentrat. Okay, den konnte ich vielleicht doch gebrauchen, mal irgendwie zu basteln damit. Da haben wir nochmal so eine. So, Eimer mit, was ist das hier? Stahlgrundierung. In ganz hässlicher Farbe, oder? Egal, Stahlgrundierung ist gut. Und noch was? Was ist das? Härter. Noch mehr Härter. Benutze ich hinten? Nee. Füllerhärte. Das Zeug, was ich nie benutze. Nie in meinem Leben benutzen werde. Das werde ich wahrscheinlich irgendwie loswerden, ne? Außer hat der Reiniger. Den werde ich vielleicht nochmal beimischen oder was, ne? Was ist das? Reinigungsmittel kann ich auch gebrauchen. Geil. Aber ich habe von diesen Dingern tatsächlich ein bisschen mehr noch für diesen Härter. Da habe ich auch noch diese Dinger von. Ist auch nur Härter, das ist das hier. Hier, Sportgurte. Hey, die können wir Lader einbauen. Universal-Klarlack. Einstellzusatz. Farbe. Expresszusatz, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was so was. Grundfüller. In Schwarz. Ja, das ist super. Was ist das hier? Auch Füller härter. Ne? Und seine beiden Kofflügel von seinem Golf 3, wo ich die Motorhaube schon verhabt, die wollte ich unbedingt haben. Nur für die Sammlung, sind ja auch so, ist auch Kanalgeschichte. Ne? Auch wenn das Turboschmiede Kanalgeschichte ist. Sein größter Reinfall, die Kiste. Ne? Die ist jetzt hier. Geht die Scheibe eigentlich auf? Aber bestens. Die Tür ist aber nicht ganz Müll. Ne? Ja, mal gucken, vielleicht behalten wir die Tür. Da hat ein 89er Türgriff drin, ist ein 85er Trabant mit Griff aus den 60er, 70er. Das Auto ist ein total bunter Baujahresmix, ne? Wenn er jetzt nicht noch eingeschlagen wäre in der hier Dingsen. Hier am Dingsen Frontblech konnte ich gar nicht sagen, wie alt die Kiste ist. Naja, ich würde sagen, lass uns wühlen, lass uns weitermachen. Das Ding muss leer, die Heckklappe geht leider nicht auf, weil das Scharnier hier ist so totgegammelt, was auf der Seite sitzt. Ne, das kriege ich gerade nicht hin, weil ich habe ein bisschen Angst, einen Hexpoller kaputt zu machen. Aber der Hexpoller ist echt irgendwie cool, ne? Ist er nur geklebt oder ist er geschraubt? Ach du Scheiße, ich glaube, der ist geschraubt. Ah. Aber einige von euch tatsächlich haben. Wie gesagt, ich muss tatsächlich aus dem Ding noch ein paar Mark rausholen, ne? Also eventuell verkaufe ich Teile von dem Ding. Ich habe von dem Wagen 130 Euro bezahlt, die muss ich wieder rausholen, ne? Dann habe ich einen 0-Euro-Schlachter gehabt, ist für mich als Geschäft natürlich eine super Sache, ne? Ich merke es momentan vielleicht ein bisschen, dass ich momentan so ein paar Mark nebenbei machen muss hier mit der Werkstatt.
Das sehen wir mir viele Sachen von außen mal eben so an, so ein Harald-Auftrag oder. Ne, also nicht wundern. Ne, das ist eine ganz normale Nebengeschichte. Das ist nicht böse euch gegenüber gemeint. Das ist nur mein persönliches Problem. Weil muss ja irgendwo auch alles decken hier. Also nicht böse sein. Hat nichts mit YouTube zu tun, nichts mit euch. Und hier ist das. Land hier. Und hier keine Ahnung. Ich will das so weitermachen wie bisher. Ich will da nicht mehr aufhören. Was ist das denn? Ich sag doch, die Peugeot 206. Ist das? Ist mir egal, ist das. Es kommt irgendwo aus Bochum auf jeden Fall. Ein Port. Kommt noch mit rein. Wird wohl eine Schrotttonne landen, weil ich muss bald nach Udo hin mit meiner Schrotttonne. Weil die ist fast voll. Dann habe ich wieder was richtig Schönes für sich zu entsorgen. Ein bisschen Gewicht dabei, ne? Was ist das denn? Eine Griffleiste für Mercedes. 190er? Man ist voll für 190er bei. Kann man nicht wegschmeißen. Dann müssen wir echt mal aussortieren und mal gucken, ob wir eventuell noch mal vielleicht mal eine ein oder andere Mark rausholen können aus der Nummer. Wäre ja eigentlich ganz schön. Ist auch irgendwelche Leisten drin. Müssen wir dann mal gucken. Hier eine Rückbank. CL Golf 2. Warum habe ich eine Rückbank CL? Golf 2 CL hier liegen? Ganz einfach. Ich habe zwei Vordersitze von Golf 2 CL. Aber keine Rückbank. Da ist die Rückbank. Also habe ich eine komplette CL-Innenausstattung. Vor allem, wenn ich jetzt demnächst die aus meiner rausnehme, aus meinem VR rausnehme und ich fahre ein Eis ein, brauche ich zwei komplette Innenausstattungen und sogar mit Türpappen dann. Ne? Schon mal nicht schlecht. Weil ich finde, Golf 2 CL ist eine der schönsten Innenausstattungen für das Auto, weil die am einfachsten ist. Ne? Also ich mache die gerne. Auch wenn die meisten Leute nur diese Sportsitze haben wollen. Ich mag Golf 2 CL gerne. VR ist halt ein Sportwagen, ne? Oh oh. Oh oh. Total durchgeweicht, die Kiste. Kann ich den Knubbel nicht umdrehen und die... Ach, komm ich nicht ran. Der ist innen auch schön komplett, der Wagen, ne? Weil der ganze Dachhimmel ist ein einziger Haufen Schimmel. Seht ihr das? Schiebedach. Ist, glaube ich, relativ dicht von der Kiste tatsächlich. Oh, das ist so schade um dieses schöne Auto. Guck mal, für ein Armaturenbrett an. Das wäre mal ein richtig tolles Auto gewesen. Wieso hatte denn zwei Scheinwerferschalte? Das testen wir auch nochmal durch. Wir machen auf jeden Fall noch Strom dran und gucken, ob der Wagen läuft. Wie gesagt, da soll er eventuell noch ein lustiges Gurkenprojekt für uns werden. Ne? Weil nur weil der Wagen tot ist, ist er für uns dann nicht tot genug. Dann machen wir ein Sportgerät raus. Und den Rest schlachten wir halt. Ne? Und wenn das Sportgerät nicht mehr cool genug ist, dann schlachten wir halt hier den Rest davon, ne? Also ich hätte so ein Zweigeteil zum Schrott. Ich will mal hoffen, das können wir das Lustiges draus bauen. Sag mal, Trabi-Gurte, ne? Im Lader. Das geht doch, oder nicht? Ja klar. Läuft ja? Geht schon so lange rum, ne? Teil liegt auf der Motorhaube, wisst ihr selber. Ihr kennt mich. Aber ich kann halt nicht alle Boschen auf einmal machen. Oh. Geht so geil, ne? Aber wie gesagt, 9 Kerzen liegen ja schon drauf. Aber erfrischt schon mal keine Batterien, das ist schon mal gut zu wissen. So, Hasi, ich werde jetzt mal eben mein Auto da leer räumen, mein Trabi-Auto. Und wenn ich die Kiste gleich vor mir liegen habe, dann filme ich das mit euch zusammen, ne? Wie schon gesagt, viele Sachen sind davon zu verschenken an euch. Vor allem an euch sowieso eigentlich.
Das ist halt über Kleinanzeigen, dass wir da vielleicht ein paar Mark noch. Wie gesagt, ich muss da halt ein paar Mark rausholen, weil ich nicht weiß, ob ich lebenslang so viele Teile für solche Autos einlagern kann. Stell dir mal vor, irgendwann wird der Tag kommen und ich muss eine andere Halle suchen. Oder hab kein YouTube-Money, Fame, Fahrrad mehr, ne? Und dann hier, kann ich mir so eine Halle nicht mehr leisten. Und dann stehe ich mit 100.000 Kisten von Neuteilen für irgendwelche alten Kisten da. Deswegen, lieber weg damit, ne? Bin ich ehrlich. Ich glaube, das wird ein Problem werden sonst. Autos kannst du verkaufen, Autoteile nicht so einfach. Ja, mal schauen. Mal gucken, was wir machen. Ich bin immer hin und her überlegen. Ich habe immer noch keinen festen Plan. Vielleicht könnt ihr einen Vorschlag für mich machen in den Kommentaren. Weil es sind viele von euch dabei wahrscheinlich, die handeln schon lange mit Autoteilen und mit Autos oder was. Ich bin da eigentlich eher so ein ich bin ein scheiß Händler, weil ich halt nie verkaufe eigentlich. Aber irgendwann muss ich mal überlegen, was ich mache, weil ich verzeuche mit so vielen Teilen. Rufen sagt auch, verkauf die Scheiße. Das meiste davon. Alles, was du eventuell brauchen könntest, behältst du und den Rest verkaufst du. Ja, das ist viel Kram bei, den du auf jeden Fall niemals im Leben brauchen würdest, ne? Was soll ich mit einem... Warte, bestes Beispiel. Beispiel noch auch. Was soll ich mit einem LKW-Erkschenkel? Was soll ich mit einem LKW-Erkschenkel? Wann brauche ich in meinem Leben mal irgendwo einen LKW-Erkschenkel ein? Nie. Das meine ich damit. Ihr wisst schon, was ich meine. Und der Typ, der dann sich einen LKW-Erkschenkel bestellt, wird wahrscheinlich eher einen neuen nehmen, für 50 Euro, anstatt dann meinen zu nehmen. Das meine ich damit. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, ich mache mal eben weiter. Ich rühre die mal im Leer und dann starten wir gleich weiter. Ich packe also Motorhaube drauf in der Kiste. Weil die Motorhaube ist leider, auch wenn die Pappe relativ gut ist, ziemlich in den Arsch. Oha. Schlüsselstangen. Kann ich nicht gebrauchen. Traurig, ne? Neuteil. So in die Ecke gepfeffert. Ölfilter für, Spritfilter für, keine Ahnung. Die Ecke gepfeffert, kann ich nicht gebrauchen. Ölfilter für, keine Ahnung. Kommt eine Ölfilterkiste, ne? Machen wir mal da eine Ölfilterkiste raus. Zack. Ölfilter. Wisst ihr, was ich meine? Das sind alles Sachen, die du nicht gebrauchen kannst, ne? Aber man freut sich natürlich, wenn man zu viel hat, als zu wenig, ne? Ein Behälter für Never Open When Hot. Okay. Ich habe keine Ahnung, steht auch nichts drauf. Boah, 2014. Keine Ahnung, kommt erstmal hier in die Ecke. Wie gesagt, später sortiere ich es aus und jeder von euch, der vorbeikommt, guckt euch da durch, wenn ihr irgendwelche Teile brauchen könnt, ne? Von den Dingern, die da liegen. Nehmt die mit, definitiv, schenke ich euch, ne? Ich bin der Letzte, der auf seinen Scheiß sitzen bleibt. Das hier brauche ich für meinen Trailer. Obwohl, das ist dreipolig. Oh. Korrektur, das brauche ich nicht für meinen Trailer. Aber ich finde das lustig. Bei Herd einmal, da konnte ich eventuell immer so eine hier Spezialsteckerachse rausbasteln. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht teuer aus. Erstmal in die Ecke. Dann. Ja, traurig. Wisst ihr, was ich meine? Wellendichtring. Das ist jetzt aber noch Ohrringe oder was. Das kommt man alles. Oh. Mann, ey. Ist geil, wenn wir 100 Leute jetzt wären und jeder eine Werkstatt hat, jeder Schraube ist. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Könnt ihr alles mitnehmen. Ah, furchtbar. Was ist das denn? Radio Bremen Fensterglanz. Autoglas. Das ist ja geil. Gleich so. Solche Reiniger schmeiße ich nicht weg. Das sind die guten alten noch. Da sind noch die guten Stoffe drin, die wahrscheinlich heute verboten sind. Was ist das denn? 100 Stück Plastik. 100 Stück Plastik. Ein paar Stück VW, keine Ahnung, was unter den Scheiben, weiß ich auch nicht. Tut weh. Ford. Redler. Stellmotorfähigen Scheinwerfer. Packe ich erstmal nach aufs Dach. Sieht komplett aus. Kann man eventuell mal inserieren, vielleicht sowas in der Art. Das haben wir hier noch bei. Sieht schwer aus. Ein Stück
Belege. Bremsbelege oder was? Ja, Bremsbelege. Auto weiß ich nicht. Hier, Bremsbelagkiste. Wie gesagt, der Kram auf dem Dach, das hat hier auch noch. Ne? Das Brakepads. Für? Keine Ahnung, war 4 Stück drin. Ford Escort. Alte Ford. Okay, packen wir jetzt mal oben drauf jetzt. Hier eine Rückleuchtenblende für den LKW. Alte Scheibenwischer. Wie gesagt, kommen bei mir nie weg. Ich habe eine riesengroße Scheibenwischerkiste jetzt angerufen. Zack. Ne? Aber manche Sachen, ihr wisst, was ich meine. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, manche verstehen das nicht. Das Problem, was ich gerade habe, ich habe so viel Überfluss hier. Ich habe einen Spurstammkopf für irgendein Auto, was ich nicht kenne. Irgendein Auto. Keine Ahnung. Kann ich nur einen Schrott hauen rein, theoretisch. Will ich aber nicht. Was denn? Volkswagen. Das könnte ich aber nur gebrauchen. Oh, 103er Relais. Gut zu wissen, aber ich lagere es nachher ein, dann ist das weg. Das will ich nicht wiederfinden. Was ist das? Audi? Ein rostiges Radlager. Oder irgendwie so eine Art. Bremsbacken zum Nieten von ganz früher. VW. Könnte auf den Käfer passen eventuell. Packen wir mal nicht in Schrott. Nava-Lampen. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Kiste. Kommt bestimmt eine bessere Kiste hin. Was ist das? Wie gesagt, wer Bock hat, kommt rum. Sortiert sich für sich selber. Die ist neu. Für sich selber aus diesen Kisten, die ich später separat packe, das aus, was er braucht. BMW, Scheinwerferdüse. Und nimmt sich das einfach mit. Für umsonst. Ne? Wie gesagt, den ganzen anderen Rest, den ich separat für mich einpacke, das Kram nicht eventuell verkaufen. Geil, Bosch. Oh, das sieht gut aus. Die ich eventuell verkaufen möchte oder halt für meine eigenen Autos behalte. Ne? Ich möchte nicht auf Teilen sitzen bleiben oder. Oh, zumindest sind Zündkerzenstecker und Kerzen. Universal, Jungs. Die ist geil, die Kiste. Ich möchte auf nichts sitzen bleiben, was ich nicht gebrauchen kann. Und ich hoffe, dass irgendwo mal einer um die Ecke kommt, der sagt, ich brauche das. Dann ist das Thema weg. Und diese Teile wurden nicht umsonst produziert vor zig Jahren, sondern werden halt verkauft werden oder verschenkt werden, irgendwas. Oder ne, verschenkt werden. Wie gesagt. Was ist das denn? Alter! Eine Scheibenwaschpumpe für irgendwas. Wasserpumpe. Renault. Kommt hier gleich in die Kiste, weil ist nicht viel wert. Ne? Und ich werde ihn nicht brauchen. Den Stecker dafür gar nicht. Eine Bremsleitung. Schön. Dicke Schraube. Ich will mal hier schneller jetzt durch. Motorquell. Was ist das? Radlager. Klammern. ATE-Pads. Nicht komplett. Das könnte sogar ein Trabant passen. Das könnte. Ey, das sieht genauso aus wie Trabant. IFA! Ich wusste es! Alter, ich habe Trabi-Teile gefunden! Nagelneuen Radbremszylinder. Das müssen meine Augen aufbewahren. Vielleicht finde ich mehr davon. Geil, IFA. Ich wusste es. Ich habe das gewusst. Ersten Blick. Ich freue mich. Wo freue ich mich? Sind noch mehr von den Dingern drin? Ich hab Trabant-Teile gefunden. Was ist das denn? Bosch? Lambda-Sonde? Oh, die kosten auch. Eine gebrauchte, seht ihr das? Keine neue. Schneideringe, gelb verzinkt. Was ist das? Kava hinten, nichts drin. Das ist aber Kava, schwer das Ding hier. Was ist das denn? Brakepads, 4 Stück. Behalten wir, wann drauf steht, was das ist. Steht nicht drauf, was das ist, behalten wir nicht. So, Kiste kommt zu den anderen Kisten in die Ecke. Oh Leute, GM. Ein Schalter für irgendwie ein Opel Corsa B, ein Warmlenkschalter. Neu verpackt,
Oh, das tut mir richtig weh, teilweise Autogummis. Brauche ich. Lüssatlem. Ja klar. Bin doch der Gurkenkönig. Brauchst du was immer. Wisst ihr, was ich meine? Sogar so eine Gurkenkiste hat zwar ihre Momente, ne? Was ist das denn? Fahrradflickzeug. Wie gesagt, wenn in der nächsten Zeit Teile braucht, für irgendwas oder allgemein Teile braucht, kommt vorbei, guckt euch das durch, ne? In den zu verschenken Kisten, da ist ganz viel drin. So, ich mach mal die nächste Kiste da irgendwie raus. Da ist noch was, seht ihr? Ja, Hasis, nächste Kiste. Wir haben einen K&M-Filter. Ach du Scheiße. K&M-Filter, sein Großvater oder was? Was ist denn das für ein Labereimer? Das sieht aber nicht nach K&M aus. Oh ja, die Kiste ist gut. Nippert, wieder ein schöner japanischer. Oh, hier, Belege für irgendwie so große Multicar, 7,5 Tonner vielleicht, ein bisschen größer. Bosch, was ist das denn? Oh, seine Benzinpumpe für den E30. Das wäre geil. Oh, Deckel für irgendwelche Volkswagen. Brauchen wir nicht. Ich habe gerade Musik angemacht, neue CD gekauft, die muss ich im Wesentlichen einmal abspielen im Leben. ATE. Was ist das denn? Ach hier, Lötzeug. Ja, kann man gebrauchen, ne? Oder nicht? Messing, Schweiß und Hartlötstäbe. Ich ohne Hartlöten. Leben nicht, aber egal. Da bin ich ja nicht für geeignet für solche Profisachen. Haben wir hier noch einen Ölfilter, der von innen noch neu ist. Also ist er ja gar nicht mal so alt. Der ist offen, den will ich jetzt nicht nehmen. Mit Verschleißanzeiger. Das ist die grüne Kiste. Die sieht verlockend aus. Spannrolle. Oh, nichts Gutes drin. Nur ein Spannrollchen. Für irgendwas. Die Irgendwas-Kiste für euch. Ne? Nagelneu. Keine Ahnung, nichts drin. Ist das ein Schlauch? Kann so dazu. Ich stell dir mal vor, einer von euch ist da und sagt, geil, genau das brauche ich gerade. Das wäre der Hammer, ne? So, hoffentlich ist da einer von euch. So, wir gehen nochmal hier in den Innenraum. Oh, wir haben Scheibenbremsen hinten, nix. Das Heckdeckelteil da haben wir versucht aufzuknacken, damit der Kofferraum aufgeht. Ach, guck mal, ein guter Schlauch. Ich hab die nur ein schlecht. Ein Kanister für Sprit, Warndreieck, eine Kopfdichtung für ein Opel. Das sag ich doch, Zinderkopfdichtung hier. Das ist für ein Achventiler. Kann man auch nicht wegschmeißen. Das sind nur die Kopfdichtung, die unser A-Corsa fährt, ne? Tatsächlich. Dann rufe ich meinen L-Ring und gleich raus damit. So, haben wir noch was irgendwie? Nö, das haben wir alles, ne? Warum können wir uns dann besser angucken? Aber der Innenraum ist noch schön vollständig, ne? Guck mal, zweiter ist auch noch hinten drin, halb voll. Ach rein, guck mal, ein super guter Innenraum mit Teppich noch drin. Wisst ihr, wie selten diese scheiß hier Tabi-Kombi-Innenräume sind in gut? Haben wir Glück gehabt, oder? Da sind die Sitze ein bisschen verhurt hier, nass geworden. Und das ist natürlich auch Tierfutter, was hier rumfliegt. Weil natürlich nicht unbedingt in so ein Auto liegen sollte. Ach so, das war wahrscheinlich Rufen. Bobbys Futter. Das ist das ein Fensterheber? Hau ich so in die Tonne, ne? Kann ich nicht gebrauchen. Ist traurig drum. Mannfilter. Hier ist auch so ein Hundenapfhalter, der war gerade dabei. Ein Luftfilter, der eventuell in den Derby passt. Ja. Kommen wir mal. Der ist ein bisschen besser. Aber guck mal, ob der in den Derby passt. Ist das eine Aufnahme von Mercedes? Kann hier drin liegen bleiben, brauchen wir nicht, ne? Ist das? Lichtschalter? Trabi, das ist aber Trabi-Zeug jetzt, ne? Eine Gradanzeige? VDO? Was ist die denn? Ein Trabi? Das Ding leer zu räumen und zu durchsuchen und hier zu gucken, ob der läuft, der wird, glaube ich, eines meiner Lieblingsvideos werden. Ever auf YouTube. Freue mich schon drauf.
Aber ihr wisst ja, wir haben schon einige Trabis gehabt, die wirklich tot waren vom Zustand her und die liefen alle noch, ne? Der Eichhörnchen-Trabi lief ja auch. Warum soll die Kiste denn nicht laufen? Wahrscheinlich deswegen. Aber sonst wieder keine Probleme drin. Mal gucken. So, ich muss gucken, ob der im Derby passt. Weil ist nicht Male, ne? Derby! Fail! Passt nicht. Im ersten Blick. Schade, der wäre geil gewesen. Immer so, ne? Wenn du neue Teile kriegst, du kriegst du nicht die Teile, dann wird sie genau irgendwo reinpassen von dir. So, muss ich die Kisten irgendwie packen. Ich muss sortieren jetzt und muss halt die Spreu vom Weizen trennen und dann mache ich halt die beiden Sortierkisten für euch fertig. Damit, wenn ihr, weißt du, Such kommt über die Tage oder was, dann könnt ihr den ganzen Kram durchsuchen und gucken, was für euch noch gut ist. Und was dann überbleibt, ne? Das geht dann in die Tonne, ne? Wie gesagt, der Kram für euch ist umsonst. Nehme ich keinen Pfennig für. Warum soll ich keinen Pfennig für nehmen? Ich habe auch nichts dafür bezahlt, ne? Ach ja, übrigens, wegen Cherokee war gestern einer da. Wir haben natürlich die Halle Probe gefahren und so, deswegen steht er ja hinten in der Ecke. Ich habe den Wagen nicht getauscht gegen die E30. Ne? Viele sagen von euch, ja, E30, geil, hast du den Cherokee getauscht? Nein, wer kennt Wertvergleich? Cherokee ist deutlich mehr wert, ne? Habe ich nicht getauscht, keine Sorge. So, ich mache mal hier weiter. Ich sortiere das mit den Kisten und dann zeige ich euch gleich mal das Endergebnis. Dann können wir auch alles schön in einem Video abhaken. Wir müssen nicht 100.000 Sortiervideos machen, ne? Das ist auch ganz gut so, denke ich. Auch wenn ihr das gerne mögt. Ich schätze mal, ihr guckt das auch ganz gerne, aber ist für mich einfacher, ne? Ich will heute noch ein anderes reißen als Teil sortieren. Oh, so viel Scheiß dabei, ne? Unglaublich. Unglaublich. So, die erste Kiste für euch ist fertig. Ganz viel Universalkram drin. VW-Teile, Peugeot, Nissan. Müsst ihr mal durchgucken, ne? Muss ja einigermaßen ordentlich sein. So, ich guck mal weiter. Ich fühle gerade alles durch. Danach mache ich einen riesengroßen Müllanhänger. Vielleicht einen Fahrradanhänger voll oder irgendwas. Um das durchzutauschen und durchzuwechseln. Und dann muss die nächste Demonietour bald sein. Hier, zur Trenn AX-Bremsen und eine heller Lichtkappe. Pack ich auch dazu. Nagelneu, ATE. Ne? Wie gesagt, die Dinger, die sind halt ewig keinen eingelagert. Schrott ist das nicht, ne? Würde ich sofort fahren, ich selber. Weiß nicht, wie dazu steht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber ich würde sofort fahren. Auch ein schöner Ball Joint. Ist das? Führungsgelenk. Keine Ahnung, kommt dazu. Spannrolle. Kommt auch dazu. Kommt alles bei euch rein. Ist das? Radlager für irgendwas. Wird schon werden. Ne? Warum denn alles wegwerfen? Wir sind dann eine ganze Community hier. Jeder kann immer irgendwas gebrauchen. Ne? Und ich kann wetten, irgendeiner sitzt hier gerade vor dem Video und sagt, oh, wie schon gesagt, ich will nicht, dass sowas weggeschmissen wird. Ist nicht meine Welt. Ne? Auch wenn ich schon sehr, sehr viel Müll habe. Das ist fast alles Müll, was hier liegt. Ne? Also, na, mal gucken. Was ich noch gefunden habe, eine Nachrüstzündanlage für eine Ente. Hier, defekte Ente, die Anzeige hilft, die Anlage mit Dingsen, hab ich mal reingepackt da. Ich kann einer von euch gebrauchen. Ja, einer von euch eine Ente, ne? Das kommt auch gleich mit in eure Palette, das hier ist Kleinkram bei. Ja, ich räume gerade auf, das ist die Müllpalette hier. Ich gehe da jetzt Müll drauf, weil ich habe ja gerade die Möglichkeit, den Müll wegzubringen. Ich muss jetzt mal alles hier auf eine Palette drauf. Ja, Lagerwirtschaft oder Lagerschwachsinn, eins von beiden. Eher Lagerschwachsinn, kein Kaffee, aber ein Rest von gestern an wieder mal. Aber ich kann mein Leben lang jetzt Öl wechseln, Jungs. Mein Leben lang. Da gibt's, ne, hier Kawasaki, pass auf. Wenn das mal nicht 86C ist, weiß ich auch nicht weiter. Das ist genau meine Farbe. Ass rein. Oh Freunde, langsam wird es besser. Ne? Ich habe schon die hier ersten Reiniger mal abgefüllt, testweise. Den neuen, was wir gerade in diesen Fässern gehabt haben. Da unten hinten mal hingestellt. Hier. Habe ich gerade schon eine Sprühinduktion gemacht hier. Schön so ein bisschen Wasser verdünnt. Oh, es sprüht. Ich weiß nicht, ob das Reiniger denn gut ist, aber es reinigt. Mindestens so gut wie Wasser. Keine Ahnung. Steht Reiniger drauf, damit wir das sauber machen, ne? So, Glasreiniger Spezial. So, das mache eine Regale dafür, dass wir ihn gleich ordentlich reinstellen können. Ja.
Oha. Du musst die Bremsscheiben wegpacken, wa? Und die Rückbank muss nach oben. Oh, ich kann die gerade nicht hochschmeißen, weil der Tisch auch da steht. Egal, ich schleppe auf die Treppe hoch. Weil der muss ja in Ausstattung. Fail! Da ist die Rückbank. Egal, das habe ich zwei. Da hinten sind die Sitze, seht ihr das? Jetzt haben wir schon mal eine Zählerstattung wieder liegen, ist schon mal ganz schön. Die zweite bauen wir aus dem VR aus. Dann haben wir diese hier einbauen. Das ist der Plan. Ja, ja, ihr seht, es ist immer Arbeit da. Ne? Es wird nicht mehr weniger werden hier. Definitiv nicht. Es ist ein Haufen Arbeit. Aber man soll es einfach weitermachen und beobachten. Ne? Bloß halt irgendwann ist halt mit meinem Beruf, den ich mache, nicht mehr schaffbar, wenn es so weitergeht. Die ganze Größe von dem ganzen Scheiß hier. Da fehlen wir uns ein bisschen aufpassen. Ah. Vor allem, dass man nachher als ein Topolino losgeht und ich da erstmal ran braten muss und sowas. Da fehlt auch noch spezial. Ich sag mal, wie es ist. Hier kommt meine Kiste mit dem Verkaufskram rein. Ich muss zur Werkbank. Da ist nämlich Universal-Kerzenkläuse drin. Die kann man richtig schön wieder verwenden. Da habe ich hier so eine Kiste für. Ne? Weil immer, ne, du brauchst alles irgendwann mal. So, jetzt hat Platz schaffen. Da vorne anders hinpacken. Hinten ist da Bremsen. Ihr könnt das an die Bremsenkästen da hinten. Vorteil? Geregelt. Naja, ich würde mal sagen, war wieder ein Grundstand, ne? Wo es vorher eigentlich war. Jetzt habe ich noch ein bisschen Kleinscheiß drin, aber das können wir beim Zerlegen mit rausnehmen. Seht ihr? Das ist nicht dramatisch. Ja, das war das Rufens Erbe, Anführungszeichen Teil 4 Video. Dann wünschen wir unseren Rufen alles Beste. Ne? Ab 31. ist er nicht mehr hier. Und dann wohnt er bei Turbogockel unten. Ne? Mal gucken, wie es sich entwickelt. Bin gespannt. Ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ja, aber auf jeden Fall ist es ein Scheiß schon mal los. Und ich habe mir eine ganz, ganz große Palette. Wir hätten voll mit Müll. Muss ich alles mal loswerden irgendwo. Oder entsorgen oder für Deponie fahren. Mal gucken, wie ich halt Zeit habe. So, dann bis zum nächsten Mal. Ich habe schon hier wieder angefangen. Ich fange hier vom letzten Mal, habe ich erst angepackt und jetzt werde ich hier nachher sortieren. Einiges zu tun, ne? Bevor ich da irgendwelche Sachen anfangen kann mit dem Auto hier. Vielleicht mache ich nachher einen Livestream, dass wir gucken, wie auf der Trabi startet. Wäre auch geiles Ding, oder? So, munter.